Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online, One Tamriel und meinem kleinen Let's Play davon. So, ich habe in der Zwischenzeit Klamotten gefunden. Ich bin so einer Schatzkiste vorbeigerannt. Hab zumindest keine seelenberaubten Hose mehr an. Allerdings stimmt jetzt die Farbe auch nicht mehr. Und ich würde gerne noch in dieser Folge schon mal schauen, wo ich doch ein bisschen was basteln kann. Ich weiß nur gerade nicht, wo der Schneidertisch ist. Oh, da ist süß der Hund. Junge, du hast irgendwie geile Hose an. Ich meine ja nur. Wow, hier laufen Typen rum. So, hier ist der Schneidertisch. Jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwas verarbeiten können. Rohlederfetzen. So, veredeln wir. Und jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich irgend... Oh, ich habe noch keine Eigenschaftssachen. Und ich habe nur ein Sternmetall. Mist. So, ich könnte mir jetzt eine Robe machen, aber das will ich nicht. Ich will ja mittlere. Jetzt muss ich hier... So, jetzt bin ich bei der mittleren Rüstung. Da habe ich ja was. Was, welche Stufe waren das? Das ist Stufe 6. Das reicht noch. Ich brauche erstmal Hosen. 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 Aber nicht Stufe 1, sondern Stufe 8. Jetzt habe ich natürlich da noch nichts. Da kann man die Eigenschaften, sei es verstärkt etc., also irgendwelche speziellen Varianten mit einer speziellen Wirkung. Oder habe ich da irgendeins? Ja, genau, hier. Intrikat. Aber das ist aus dem Set, das ist sowieso nochmal anders. Diese Sets. Die kann ich mit meiner anderen machen. Auf meinem anderen Account und könnte es der schicken, wenn es jetzt gar nicht anders geht. Genau hier ist die Eigenschaft erfüllt. Erhöht den Effekt von Rüstungsverzauberungen. So, die hat 1108. Ja, die ist natürlich gut, die Hose, aber ich will ja komplett mittlere Rüstung tragen und nicht gemischt. Deswegen. Machen wir jetzt einfach hier uns ein Höschen. So, damit ihr das auch seht. Stellen wir das her. Die ist natürlich jetzt dann gebunden. Wenn ich die anziehe. Also die kann ich dann, glaube ich, nicht mehr hergeben. Okay. Rohlederschoner. Die ziehen wir jetzt natürlich an. So. Die nehmen wir. Schauen aber irgendwie kacke aus in der Farbe. Jetzt muss ich einen Färbertisch finden. Wo war der? Ich weiß das doch nicht. Nein. Oh, ah. Die Himmelsscherbe habe ich ganz vergessen. Achso, hier ist der Färbertisch. Okay, dann machen wir uns hier ein Ziel hin. Wo ist das? In die Richtung. Okay. Dann gucken wir noch, wo der Färbertisch ist. Ich weiß gar nicht, was wir als nächstes machen sollen. Da hinten, oder was? Okay. Reiten wir doch mal gerade dahin. Reiten wir zum Färbertisch. Wie du meinst? Wir könnten natürlich auch so ein paar Handwerksschriebe mal machen. Das habe ich ja auch noch nicht gezeigt, logischerweise, weil es das damals noch nicht gab. Bin vorbeigelaufen, war ja klar. Wie immer. Kaufen, kaufen! Wo ist der Färbertisch da? Hier ist der Färbertisch. Mit den ganzen schönen bunten Farben. Wir haben allerdings am Anfang noch nicht allzu viel freigeschaltet. Ich habe hier schon mein Set. Das nehme ich natürlich... So, und setzen das hier auf die Hose. Und dann sind wir schön dunkel. Also so sehe sie ja auch aus, wenn sie einen Helm auf hätte. Ich finde das jetzt okay. Wir haben bisher nur Amethystblau. Seelenberaubten Grau, Drachendorngelb, Durchwühlerblau. Was habe ich denn da jetzt genommen? Ich habe Durchwühlerblau genommen. Amethystblau. Na. Also, und Plündererlila. Genau, das habe ich da genommen. Und sonst haben wir, glaube ich, eh noch nichts freigeschaltet. Hier, das sind die seltenen Sachen.
Also hier kann man immer, wenn man eine Errungenschaft freigeschaltet kriegt, kann man auch eine Farbe freigeschaltet kriegen. Man kann sich natürlich auch einzelne Farben, glaube ich, ein paar kann man sich auch kaufen, glaube ich, im Kronenshop. Das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Achso, das war jetzt Blödsinn. Ich habe jetzt ablehnen gedrückt. Das Ganze nochmal. Sollte vielleicht auch die Änderungen anwenden. So. Genau, sobald man es gefärbt hat, glaube ich, ist es gebunden an einen. Man kann es nicht mehr weitergeben. Stand da, glaube ich, jetzt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, aber ich meine. So, jetzt gucken wir mal. Wir können beim... Oh, da hätte ich was researchen können. Woodworking auch. Okay, das machen wir einfach mal. Ach so, nein. Das ist der Bogen. Welcher ist denn das? Ahrenbogen des Schocks? Okay. Dann lernen wir die Eigenschaft, allerdings wird der Bogen zerstört. Dann bei Rüstungen. Das Schild brauchen wir jetzt auch nicht. Können wir auch analysieren? Nein, können wir nicht, weil es ja schon belegt ist, ich Nase. Über den vielleicht zuerst nehmen sollen. Dann können wir mal gucken, ob wir hier schon am Alchemietisch was machen können. Nein, wir haben immer nur noch das Spinnenei. Hä? Ich habe noch nichts gesammelt? Oder habe ich. Ah, die habe ich, glaube ich, schon alle in mein Bankfach gelegt. Die Sachen, wie dämlich. Ist doch wieder typisch. So, dann haben wir hier lauter Quests. Was? Wer bist du? Hallo? Hallo, Wauzi. Abatis. Mit dem Hund reden, okay. Der Hund winselt ängstlich. Was stimmt nicht? Der Hund schaut den Weg hinunter und dann zurück zu euch, als ob er wollen würde, dass ihr ihm folgt. Okay, in Ordnung, na dann mal los. Dass sie die Stadt Kamlorn unter Quarantäne deckt das Mysterium von Dolchdurch auf. Was ist hier los? Blut- und Sichelmond begonnen. Haben wir jetzt eingeloggt? So, der Hund läuft hier querbeet rum. Was ist, Hundi? Was willst du von mir? Was willst du mir zeigen? Was ist da? Was ist los? Wohin führst du mich? Zu einer Leiche. Was? Ihr werdet für euer Einmischen bezahlt. Was? Hey, lass mich in Ruhe. Ha, hast nicht getroffen. Was? Ihr werdet für euer Einmischen bezahlen. Echt jetzt? Soll man denen auch noch helfen? Nicht zu danken. So, wir lesen jetzt natürlich mal den... Was ist eine Einkaufsliste für den Markt? Was? Krämer, 3 Blutorangen. Schneider, Umhang mit Halbmond. Blumenhändler, schwarze Rose mit Dornen. Okay. Okay. Was ist hier los, Hundi? Passt auf dein Herrchen auf. Ist das dein Herrchen? Wer ist das? Auf jeden Fall eine Leiche. Dann müssen wir mal hochgehen. Zum Markt. Gucken, was da los ist. Wer seid ihr? Sehr seltsam alles. Ach nee, hier. Windtals gefälliger Wiebstuhl. Ach, du bist der Schneider. Karim Windtal. Interesse an hervorragenden Kleidungsstücken? Vielleicht etwas in Seide? Niemand verlässt meinen Laden mit leeren Händen. Ich suche nach einem Umhang mit einem Sichelmond darauf. Ich fürchte, die sind unverkäuflich. Der Sichelmond ist das Wappen der Familie Kasimir, der Herrscher von Dolchsturz. Okay. Und warum würde ein Toter das auf einen Zettel schreiben? Tot? So ein hagerer Kerl mit einem Hund. Mhm. Das ist Roy. Nun, das war Roy. Es tut mir zwar leid, dass er tot ist, aber das überrascht mich nicht. Wenn ihr herausfindet, was Roy wusste und wer ihn getötet hat, wird euch ganz sicher irgendwer dafür belohnen. Man kann dabei aber auch sehr gut selbst umkommen. Roy, den Namen haben wir schon gehört, ne? In diesem
versteckt da. Wart ihr gut mit Roy befreundet? Denke ich. Ich habe Roy gemocht. Er hat auf die Händler hier aufgepasst. Und dafür haben wir Roy geholfen. Ich habe die Ohren gespitzt und Roy wissen lassen, was die Leute so erzählen. Immer wenn wir ihm etwas Wichtiges erzählt haben, hat Roy dafür gesorgt, dass die richtigen Leute es erfahren. Okay. Erzählt mir mehr über ihn. Roy war ein guter Mann. Er war Dolchsturz treu ergeben. Die Leute haben ihm vertraut. Selbst dieser alte Hund hat ihn geliebt. Okay. Da müssen wir noch mit der Floristin reden, was die weiß. Sehr mysteriös. Gehen wir mal hier runter. Äußerst mysteriös. Jetzt sind wir hier wieder auf dem Markt, auf dem Kleinen. So, da ist die Floristin. Blumen, kauft Blumen. Vielleicht ein Sträußchen für euren Liebsten? Ja, nicht heute. Ich habe eine Leiche im Wasser bei Mühlrad gefunden. Der Tote hatte diese Liste bei sich. Oh, das ist schade. Tja, was für ein Schlamassel. Was meint ihr damit? Na, ich lasse es drauf ankommen. Manchmal höre ich seltsame Dinge. So etwas wie das, was auf dieser Notiz steht. Schwarze Rosen mit Dornen. Man munkelt von dunkler Naturmagie. Und genau dafür hatte sich Roy, euer Toter, sehr interessiert. Und wie wurde Roy in diese ganze Sache verstrickt? Mit der Notiz? Ich weiß es nicht. Genau das hat Roy eben immer getan. Er hat Dinge herausgefunden. Dolchsturz hat viele Augen und Ohren. Schließlich ist Wissen billiger als Krieg. Okay. Ja, komm immer noch nicht ganz drauf, was hier los ist. Ihr haltet euch doch von Ärger fern. Ich? Naja, teilweise. Seid gegrüßt, meine Freundin. Nirgendwo in Dolchsturz bekommt ihr besseres Obst und Gemüse als hier. Das garantiere ich euch. Gut, gut. Ich habe diese Liste gefunden. Habt ihr drei Blutorangen? Seht, ich will keinen Ärger. Das ist ein Spruch, den die Spione des Königs verwenden. Er bedeutet, dass jemand getötet werden wird. Oh. Mehr weiß ich aber okay. Auch nicht. Haltet mich da einfach raus. Ich habe da noch ein paar andere Sprüche, nach denen ich gerne fragen würde. Ich habe gesagt, ihr sollt mich in Ruhe lassen. Nehmt eure Fragen und verschwindet. Ich habe damit nichts zu schaffen. Hey. Das klingt nach etwas, wonach sich Roy erkundigen würde. Ich habe die Bedeutung aller Punkte auf der Liste entschlüsselt. Wem sollte ich davon berichten? Nee. Wer ist Roy? Ihr seid verflucht hartnäckig. Ja, klar. Roy ist ein Freund. Ich vertraue ihm. Leuten, die ich nicht kenne, vertraue ich nicht. Und euch kenne ich nicht. Also, ich habe die Bedeutung aller Punkte auf der Liste entschlüsselt. Warum? Wem sollte ich davon berichten? Nun, mir nicht. Redet mit jemand Offiziellem, wie Hauptmann Aresin. Er ist unten bei der Kastelltreppe. Ich weiß nicht, was sonst noch auf der Liste steht, aber das kommt mir alles sehr verräterisch vor. Könnt ihr mir mehr darüber erzählen, was ihr so tut? Ich verkaufe das beste Obst und Gemüse in Dolchsturz. Viele Leute kommen hier vorbei. Ich rede und höre zu. Dann rede ich mit meinen Freunden, wie Roy. Was andere Leute angeht, vielleicht sollten sie selbst entscheiden, was sie tun wollen, wo sie doch jetzt so viel wissen. Okay. Ist ja gut, ich lasse dich ja schon in Ruhe. So, dann reden wir noch mit dem Hauptmann. Der ist irgendwo da oben. Wir kommen mal dahin. Ich hoffe hier rüber. Schauen wir mal, ob das geht. So viel Leben hier und so viele verschiedene Viecher dabei, diese ganzen Begleiter. Mein Gott, hat der mich jetzt erschreckt. Muss der hier mit dem Feuer rumspielen? Oh! Hey, nicht schon wieder so einer. Du willst echt Ärger, oder?
Er wollte Ärger. Oh, nee, schleichen wollte ich jetzt nicht. Brauche ich jetzt nicht. Okay. Ah, da ist er ja. Für die Ritter des Königs! Ja, ist gut. Musst ja nicht gleich übertreiben. Hallöchen. Willkommen in Dolchsturz. Geht weiter. Nee, Moment, Moment. Ich habe Informationen von Roy. Roy, wo ist er? Naja. Warum schickt er eine Fremde, anstatt selbst zu kommen? Roy ist tot. Ich habe diese Notiz bei seiner Leiche gefunden. Tot. Maras Hände. Zeigt mir mal diese Notiz. Oh ja, das ist unser Code. Jemand, der dunkle Naturmagie verwendet, plant, König Kasimir zu ermorden. Was? Aber wer steckt dahinter? Ich muss mehr erfahren. Wenn ihr wollt, kann ich mehr Informationen besorgen. Versucht aber ja nicht, mich zum Narren zu halten. Was denn? Aber da Roy nun tot ist, scheint es, als hätte ich kaum eine andere Wahl. Redet mit Grenna Grakusch im Gasthaus zum Rosenlöwen. Wenn Roy etwas auf der Fährte war, wird sie wissen, was zu tun ist. Wenn ihr uns betrügt, dann... Niemals. Nun, sie wird auch dann wissen, was zu tun ist. Okay, ich werde mit Grenna reden, okay? Ganz ruhig. Mann. Sowas. Da lang. Im Namen des Königs. Ja, ist gut. Pass weiter auf. Besser als vorher. Narr, ihr werdet für euer Einmischen bezahlen. Schon wieder. Wow, da wissen aber schon sehr viele Bescheid, würde ich mal sagen, dass ich mich hier eingemischt habe. Ha? Ein paar zu viele, würde ich fast sagen. Seht ihr das, der Rosenlöwe? Ich weiß das doch nicht mehr, wo der ist, der Rosenlöwe. Doch, das ist er. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Okay, da ist sie. Grenna! Ich bin beschäftigt. Seht ihr denn nicht, dass ich hier trinke? Ja, aber Hauptmann Erisin schickt mich doch zu euch, ja. Und warum reden wir? Roy hat ein Mordkomplott aufgedeckt. Also hört zu. Bei Malakat. Dieses Mal hat Roy in ein richtiges Schlangennest gestochen. Mhm. Eine dieser Nattern ist da oben. Der Kerl könnte etwas wissen. Ich würde ihn ja zur Rede stellen, aber er kennt mich. Vielleicht kann eine Fremde ihn zum Singen bringen. Okay, kann ich machen. Wie eifrig. Erinnert mich an Roy. Geht nach oben. Findet Levesque und führt ihm auf den Zahn. Aber tötet ihn nicht. Oh, okay. Vielleicht brauchen wir ihn später noch. Ich versuch's. Lasst mich aber aus dem Spiel. Ich bin keine Agentin der Krone. Nur eine Orkfrau, die ihr Ale trinkt. Ich werde tun, was ich kann, okay? Den Spruch wiederhole ich jetzt schon etwas häufiger. Nach oben. Wo geht's denn nach oben? Wo ist denn die Treppe nach oben? Hä? Ach, da. Mann. Oh, das ist er. Stephen Levesque. Was? Mann. Wo soll er denn jetzt hin, Feigling? Ihr glaubt doch nicht, dass ich etwas damit zu tun hatte, oder? Mit dem Angriff auf mich oder das Mordkomplott? Ich bin bereit, im Austausch für Informationen ein Auge zuzudrücken, mein Lieber. Abgemacht. Ich sage euch alles, was ich weiß. Martin Lirino hat mich angeheuert. Er lebt neben dem Gasthof im großen Herrenhaus. Ich bin Steinmetz, wisst ihr? Martin wollte, dass ich ihm eine Karte von den Tunneln unter Dolchsturz erstelle. Was für ein Tunnel? Was für Tunnel? Tunnel? Die Geheimen, die ins Kastell führen. Aber ich weiß nicht, was er vorhat. Ich schwöre es. Ich brauchte nur das Gold. Ich habe daheim in Wegesruh ganz eigene Sorgen. Bleibt hier, ja? Okay, dann reden wir wieder mit der Grenna. So ein Hin und Her. Na, servus, ich laufe schon wieder falsch.
Da geht's runter, oder? Achso, kann ich hier, guck mal. Zu Hause in Osinium. Zum Lesen. Wenn ihr wollt, lest. Ich kenne die Sachen, glaube ich, schon. Ich lese das jetzt nicht. Das ist viel zu lang. Pause und so, ihr wisst schon. So. So, Grenner. Ich erstatte Bericht. Ihr seid zurück. Was ist geschehen? Levesque hatte etwas Schutz, sozusagen. Ich dachte, ich hätte oben Geräusche gehört. Ach. Aber ihr scheint heil davon gekommen zu sein. Habt ihr dieser Schlange Levesque am Leben gelassen? Ja, ja, er lebt. Er hat Martin Lerino mit Informationen über geheime Tunnel zum Kastell versorgt. Martin, der Händler? Mhm. Wir müssen alles wissen. Gelangt in Lerinos Anwesen. Schaut euch nach etwas um, das Licht auf ihre Pläne wirft. Ich werde hierbleiben und Levesque im Auge behalten. Also bringt alles, was ihr findet, direkt zu Hauptmann Aresin. Okay, mache ich. Alles klar. Ja, der ist ein bisschen besoffen, oder? Der Feldwebel. Ja, dann würde ich sagen, beende ich jetzt aber die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zugucken und wir finden weitere Hinweise für die Verschwörung beim nächsten Mal. Bis dann und tschüss. Ich habe auch über Delines Mühl gesehen. Da muss etwas Schreckliches passiert sein.